Guten Morgen, liebe Pfeifen-Community. Eine Woche geht zu Ende und ich habe immer noch einen Ohrwurm im Kopf. Rauchen in meiner Mike Parson tue ich den John Elsbury Black Rock. Virginia, Burley, ein bisschen Latakia, aromatisiert mit Mirabelle. Von der Mirabelle ist wenig zu schmecken. Leichte Latakia-Variante. Für den Sonntagmorgen genau das Richtige. Aber dieser Ohrwurm, den ich die ganze Woche habe, da ist ein Pfeifenraucher dran schuld. Denn vielleicht hat ihn der eine oder andere abonniert. Andreas, alias Mein Vergnügen, hat einen Zweitkanal aufgemacht. Wunschklang Studio. Schaut bei ihm mal auf dem Kanal vorbei. Denn ich habe die Titelmelodie die ganze Woche nicht aus dem Kopf gekriegt. Wunschklang Studio. Da ich mich aber die ganze Woche nicht mit Ohrwürmern beschäftigen konnte, sondern wollte mich auch mit dem Thema Pfeife und Tabak beschäftigen und ich bin auf eine Reportage gestoßen, wo ich ein Bild gesehen habe von einem Pfeifenraucher und eigentlich bin ich für diese Reportage noch zu jung gewesen, weil das ist vor meiner Zeit eigentlich passiert, aber einige von euch werden sich daran vielleicht noch erinnern. Und zwar geht es um Gerd Postel, der sich als Arzt ausgegeben hat und dann auch praktiziert. Und ich war sehr gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Es war eine hochinteressante Reportage. Die kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, das waren so die Sachen, die mich bewegt haben. Hier auf YouTube sind ja auch einige Dinge vonstatten gegangen. Ich warte übrigens noch auf ein paar Ersatzteile für meinen Oldboy, denn das Reibrad muss getauscht werden. Aber das ist im Zulauf und seitdem dient jetzt mein Zippo als Feuerquelle. Funktioniert ganz gut. Aber ich freue mich auch wieder, wenn ich meinen Oldboy habe. Wie ist das aktuelle Wohlbefinden? Das Wohlbefinden ist gut. Ich mache mir halt nur langsam ein paar Gedanken, wie sich das jetzt alles so weiterentwickelt, weil die Zahlen explodieren und ich war gestern, weil ich was erledigen musste, kurz in der Stadt und dachte so, haben die Leute alle den Schuss nicht gehört? Also ich hatte so den Eindruck, Leute fahren in Einkaufsläden und einfach da spazieren zu gehen. War für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Deswegen genieße ich jetzt gerade mein Sonntagmorgenpfeifchen und wollte euch an meinem Ohrwurm teilhaben lassen. Schaut vorbei, ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag und sag, Eisbär bei Wings and Flyer.